Der Trupovo Gaming wird unterstützt von der Spielebude. Jetzt mit 5% Rabatt. Link in der Beschreibung. Und nun viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen hier bei Death Trupovo Gaming. Heute habe ich den Philipp zu Gast. Hallöchen. Und wir spielen eine schöne Runde Amala. Und zwar ein fluffiges Spiel. Meine Rebellen gegen das Imperium. Aber Rebels, das heißt... Du versuchst die Blockade von Lothal zu durchqueren. Genau. Ne? Schön nach mit Lothal und das Imperium mit Sworn. Dann kommen wir gleich zur Armeevorstellung. Ich habe hier meine Fluffliste. Die ist ein bisschen auch geproxt und zusammengewürfelt, weil das halt bei den Rebellen so passt. Das war in unserem Spiel jetzt okay. So, da haben wir erstmal meine Korvette der A-Klasse. Sie hat, da ist Commander Sato drauf, Janinas Licht, drossale Bewaffnung und verstärkte Panzertüren. Dann die Nebulon B-Fregatte mit Ezra Bridger drauf, die drossale Bewaffnung und die Savalization als Titel. Dann haben wir den Frachter, also quasi den Transporter. Der hat den Titel Die gute Hoffnung, sonst nichts. Der ist übrigens im Spiel für das Imperium 50 Punkte wert, wenn er es schafft, ihn abzuschießen. Und 50 Punkte für die Rebellen, wenn er es schafft, über seine Spielverträge zu entkommen. So als kleiner Bonus nebenbei. Und dann haben wir noch den gekaperten, wie heißt er, der Quassfeuerklasse. War ja im Rebels auch gekapert, haben wir einfach dabei getan, weil es cool ist. Passt halt. Passt dann, ne? Der hat den Flugkommandanten, erweiterte Hangars, den Signalverstärker und die Flugkontrolle. Dann haben wir hier 2, 4, 6 X-Wing-Staffeln. Ich weiß, die ganz linken, das sind Z95 Kopfgeleger, jetzt sind aber X-Wing, sieht ja auch fast so aus. Sonst wäre ich nicht auf die Punkte gekommen. Die nächste Fuhre ist aber weiß im Anmarsch, dann passt das auch wieder. Und dann haben wir hier 2 E-Wings. Und Hera Syndulla in der Ghost. Und dann schauen wir uns mal an, was Sworn aufticht. Ja, also wir haben einmal einen Imperial, also einen Sternzerstörer der Imperiumsklasse 1 mit Großadmiral Sworn, Commander Vanto, Flugkörperexperten, Signalverstärker, Kurzstreckenabwehr, Impulsüberladung, schweren Turbolasergeschützen, dann natürlich den Titel Chimäre, damit man die Aufwertung mitnehmen kann für die Flotte. Und dann habe ich 2 nackte Aquitin Commander Kreuzer und als Flottenunterstützung noch, wie ist es einmal, 4 TIE Defender Staffeln und 4 TIE Fighter Staffeln. Ja, das ist es. Dann zeigen wir euch mal das Board. So sieht's aus, wir haben es aufgebaut. Hier haben wir ein paar Hindernisse, da haben wir Hindernisse. Das sind auch Hindernisse, einfach weil es schöner aussieht. Ein paar Planeten. Ja, und da müssen wir hin. Der Frachter muss versucht, hier über Philipps Skante zu kommen. Ansonsten spielen wir ganz nochmal nach Killpoints. Ja. Philipp hatte, du hast 400 Punkte, ne? Ja. Ich hatte 397. Ich habe gewählt, ich fange an, bin der blaue Spieler. Ja, dann fangen wir an. Ja, dann fangen wir mal an. Ich muss noch überlegen kurz. So. Was mache ich? Sterben. Ich sterbe, das ist klar. Kommandos haben wir schon verteilt. Komm, ich werde einfach der Ezra, der ist so. Nee, Ezra ist nicht. Commander Sato fängt an. Er hat einen Navigieren-Token. Das nimmt er sich auch als Token. Und dann fliegt er einfach seine 2 nach vorne. Macht er das? Das macht er. Das steht mir der Feige. Ja, ja. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, ob Commander Sato, der hat ja anfangs immer das Schiff gehabt, hier die Korvette. Nee, der hatte dieses, das was jetzt für die hat er keine für die Republik rausgekommen ist.
dieser kleine Kreuzer von der Republik. Ach, die Pelterklasse? Genau, er hatte eine Pelterklasse. Achso, ich dachte, der hatte diesen. Ja, okay, gut, dann ist er darauf. Ich wusste nicht, ob danach auch hier drauf war, weil der ist ja irgendwie danach in so einem Schiff. Nee, genau, das geht ja kaputt, genau. Weil der Schlag von, wie heißt der nochmal, nicht Bastion, Baton? Nee, weil hier also quasi das Finale von der dritten Staffel. Ja, weil der ist drauf, genau, das ist drauf gegangen, ne? Ja. Okay, gut, fertig. Ja, dann fasse ich. Du passt? Ja. Du passt? Ja. Na, gut, komm, dann nehme ich hier mein Trägerschiff. Der hat auch ein Navigieren. Ja. Nimmt er sich auch mal als Token. Und er fliegt auch einfach seine zwei nach vorne. Gut. Müssen die mal mit zwei anfangen, kann ich auch höher anfangen. Du können bis zu ihrer Maximalgeschwindigkeit anfangen. Und soweit ich weiß, kannst du die auch auf Null setzen. Aber dann kriegen ja, glaube ich, keine Token oder sowas. Ne? Ja, durch die Tokens, glaube ich, die ersten. Ja. Mal gucken. Die werden bis hier bewegen, ne? Wenn die 5 haben, ja. Ja, die haben Schuss nicht weiter. Aber direkt Thrawn anfangen. Der kann eh nicht auf dich schießen. Das ist quasi irrelevant. Ich nehme die Kleinfreiheit und mit 4. Nö. Ich fange dann, glaube ich, einfach wirklich mit Thrawn an. Ja, komm. Wobei, ich warte, ich fange mit dem an. Ich fange mit dem an. Ja, Stachelbefehl. Oh, ein Staffelbefehl? Ein Staffelbefehl hat der Junge. Ein Staffelbefehl hat der Junge. Ich gehe jetzt nach hier setzen. Dann können die auf den schießen. Dann machen die das einfach, dann fliegen die beide hier hin. Mhm. Dann schießen die einfach auf den vorderen. Mhm. So. Die haben Schwarm. Dann müssen wir genau mit dem anderen auch. Dann kriegen die einen Würfel, neue Würfel mit beiden. Bist aber nicht in Reichweite, dann musst du dich nochmal drüber setzen. Weil bist sonst nicht in Reichweite. Ja. Hier so in Reichweite. Ja. Genau. Zwei. Ja, den kann ich auch würfeln, wenn er einen Schwarm hat. Drei. Ja. Hat der noch zwei. Dann der andere Teil weiter. Warte. Genau, boah, finde ich, das ist kaputt. Ja. Alter, das war böse. Mein armer Ewing. Ist man da jetzt happy drüber, über sowas? Ja, erstmal. Wir wollen schon mal ausprobieren. Das ist doch scheiße. Ja, so ist das im Leben. So ist das im Leben. So ist das im Leben. Ja. Das habe ich mir jetzt hier auf der Flanke aber echt anders vorgestellt. Gut, das sind zwei Teilfighter, ne? Das ist jetzt nichts Besonderes. Ja, muss ich schon sagen. Das habe ich mir da, hatte ich einen anderen Plan drauf. Oh, gut. Ja gut, dann nehme ich den Commander Bridger. Ein Navigieren. Schießen, was hat der? Blau in der Antijäger. Das müsste aber... Doch, passt. Dann schießt er erstmal mit zwei blauen. Auf den ersten. Also quasi auf den. Ja. Einer. Auf den zweiten. Auch einer. Ja. So, dann fliegt der Junge. Haut den natürlich weg, den kannst du hinsetzen, wo du magst. Also einfach dahinter, ne? Ja, im Base-Kontakt am Popo. Ja. Gut, dann ist der durch. Mhm. Dann bist du.
Dann mache ich die Klasse. Ja, komm. Der fliegt dann hier hin. Der fliegt da auch hin. Ist das da dran gewesen? Dann schieß mich einfach nach vorne, mal frontal einfach auf deinen Typen. Auf meinen Typen? Und auf deine Korvette. Ich finde sowas noch. Einen blauen einfach. Nichts. Und der andere. Einen Schaden. Einen Schaden. Den nehme ich im Schild. Warte, was hat der? Warte mal. Wo ist er? Ah, ich vergesse immer das Ausweichen macht, ne? Oder hier das Pfeil, ne? Ausweichen ist aber von hier. Nee, der Pfeil da. Den vergesse ich immer. Ausweichen. Nee, hier, das ist doch ausweichen, ne? In großer Reichweite negierst du einen Angriffswürfel deiner Wahl, in mittlerer kurzer Reichweite wählst du einen Angriffswürfel, der neu gewürfelt wird. Ja, dann nehme ich den noch einmal, kannst du noch neu würfeln. Ja, okay. Gut. Dann ist das. Bin ich dran, ne? Wieso hast du die Staffel bewegt? Ja, wegen dem Typen. Der ist jetzt noch dran. Also er fliegt ja. Ach so, okay. Also Staffelbefehl. Ach so, ja, okay. Oh, wieso hast du das getan? Das ist die Frage. Wieso hast du das getan? Gut. Kannst du nicht. Ah, nee, kannst du vorher nicht. Dann ist der mein Frachter dran. Hat ein Navigieren. Weiß er nicht, aber den nimmt. Ich Schwachkopf. Ich nehme das Rad und erhöhe den um 1. Mhm. Ich bin voll der Schwachkopf. So. Was hat der denn? 2 Klicks. Ein Klick. Ein Klick. 2 Klicks. So, bumm. Ja. Bist du zufrieden? Bist du glücklich? Bin ich jetzt zufrieden und glücklich. Sehr schön. Dann mache ich Swan. So, der kann sich jetzt einen Staffeltoken nehmen. Nehmen wir mit den Staffeltoken. Bring den Wand hoch. Dann macht er die 3 Defender. Du möchtest die 3 Defender. Boah, die muss ich mir auch holen, die 3 Defender. Die sind gut, ne? Die sind gut. Ja. Schade, dass immer nur 2 in der Box sind, ne? Das heißt, um 4 zu spielen, muss ich schon 2 von diesen blöden Boxen holen. Die waren mal irgendwann reduziert, irgendwie, glaube ich, auf Amazon, aber nicht spanisch. Und dann habe ich die irgendwie für, glaube ich, 5 Euro das Stück gekriegt. Ja gut, das ist ja auch okay. Da brauchst du die Sprache und ich bin eine Deutscher, brauchst du eh nur eine Karte. Mhm. Die einfach da. Gut, dann würden die 3 einfach auf den X-Wing schießen und der wird einfach auf den schießen. Mhm. Genau. Mal gucken. Genau, was sind dann? Machen wir den Bomber einfach auf den Quasar. Mhm. Das ist einfach blauer. Kriegst 10 auch. Nö. Und dann 2 blaue, 2 schwarze auf den X-Wing für jeden. Ja, kann ich finden. 1, 2, 3. Ja. Dann hat der noch 2 Leben. Ja. Na gut, dann schießt der andere vielleicht auf den Korvette. Ich denke mal, der wird den jetzt erschießen. Ja, der schießt. Und dann wird da die Fenner auf die Korvette vorne. Ja, anscheinend. Dann denk daran, du kannst wieder das Ausweichen ausgeben, damit ich den nochmal neu würfeln lässt. Stimmt, ja, mach ich, komm. Ja. Gut, das war klar, das ist.
Aber einen. Genau, dann fliegt Thrawn einfach mal ganz schicke im Planeten rein und weg. Ja, genau. Ja, ich habe keine Schiffe mehr. Dann sind wir Staffeln dran, ne? Ja. Staffeln hast du auch keine mehr, ne? Nee. Dann kann ich durchaktivieren, ne? Kann man durchaktivieren. Dann nehme ich Hera Syndulla. Wenn du zu Beginn der Staffelphase bis zu zwei befeuerte Staffeln in Entfernung 1 bis 2, das ist nur noch der Eri, der hält jetzt Halunke. Das heißt, wusch, der fliegt nach hier und schießt direkt auf den ersten TIE Fighter. Ja. Der Junge hat... Warte kurz. Okay. Der hat 4 blaue Würfel, der Junge. 4 blaue Würfel hat er. Dann sind 3 Stück. Dann ist der weg, ne? Ja. So. Und dann kommt Captain Syndulla. 2 blaue, 2 schwarze auf den anderen. 1, 2. Ist er aber auch tot. Er ist noch 2 jetzt runter. Ach stimmt, ja, also dann ist er richtig gemacht. Gut. Aber die darf ja noch fliegen, so. Die ist ja auch Halunke. Ja. So, dann fliegt die hier was. So, bis da. Genau. So, haben wir das. Dann... Ja, mit der Staffel kann ich eigentlich nichts machen. So eine Facke. Außer fliegen. Fly now. Okay, dann fliegen die so, damit die halt im Nahkampf sind. Gut, dann müsste die erste Runde um sein, ne? Ja. Achso. Ja. So. Na gut. Dann. Ja. So. Und dann Power of Grace, Karl. Mhm. Ja, dann darf ich anfangen. Mhm. Dann nehme ich auch hier meinen Träger, hat einen Staffelbefehl. Mhm. Der darf dann. Ach ja, übrigens, ich reveal hier von Thrawn den Schub, einen Staffelbefehl. Ja. So, dann darf ich aber in 1 bis 2. Erweiterter Hangar. Kurze bis mittlere Strecke. Also quasi, hier die 3 darf ich aktivieren. Ja. Dann aktivieren wir. Dann aktiviere ich auch. Und stirb ihr denn nicht. Dann... Die beiden, die schießen erstmal auf ihn hier. Ach Quatsch, ich kann mich ja gar nicht bewegen, ne? Ich bin ja im Nahkampf, ne? Ich kann mich ja gar nicht bewegen, so. Dann der erste auf den ersten hier vorne. Ja. Der hat 4 blaue. Mhm. Anschauen. Alle, warte, stopp mal kurz, stopp kurz. Moment, erhöhe die Anti-Jäger-Bewaffnung jeder von die aktivierten Staffel bis zum Ende der Aktivierung einen blauen. Blauen. Ich darf einen blauen neu würfeln. Ja. Einer. Toll. Ja.
So, dann er hier, also er auf ihn. Ja. Eins, zwei. Oh, Moment, ich hätte ja auch noch einen Neuwürfel dürfen. Ich bin ja sparen. Nee, die haben können sparen. Drei Stück. Also auf den. Ja. Und der andere auch nochmal auf den. Eins, zwei. Ja, dann hat er noch einen jetzt. Dann hatte ich dafür noch einen Nachwurf. Ich habe da fünf. Ja, dann ist er weg. Ja, gut. Das war doch gut. Ja. Das war doch gut. Und dann darf das Schiffchen noch. Hat einen blauen in der Anti-Jäger-Bewaffnung. Mhm. Da kann ich auf die 3 schießen, ne? Mhm. Von dem Winkel und von dem auch auf die 3. Ne? Ja. Schieße ich immer 2, ne? Schieße ich gleichzeitig 2 auf den, 2 auf den, 2 auf den, wenn er okay ist. Ja. Gut, auf den ersten nix, den zweiten einer, dritten 2. Ja. Ja. Das war das Ding noch bewegen. Alles doch gut. Und der hat dann Bewegung 2, was mir jetzt gar nicht gefällt. Komm mal zu Papa Thrawn. Mit dem ersten 2 Klicks. Ja, 2 Klicks. Quatsch, im ersten hat er gar keinen. Ich fliege ja mit Geschwindigkeit 3, ne? Im ersten hat er gar keinen und da hat er nur einen. Hallo? Hallo? Hallo, du bist Hallo. Das imperiale Schiff. Hallo! Ja. Ein Monster. Mhm. Ne, komm, dann machen wir Thrawn. Er macht Schub. Reduziert er auch seinen Schub. Ach, ich hätte ja auch mein Staffelsymbol nehmen können, hätte ich einen Klick machen können. Genau, passt. Dann schießt er. Ja. Worauf denn? Doch nicht auf das gekannte. Muss er zuerst die Befehle abhandeln oder kann er auch schießen und dann die Befehle abhandeln? Weil ich habe jetzt einen Befehl ausgeführt. Ja, warte mal kurz. Hier habe ich nämlich die Karte. Du musst erst die Befehle machen, die Staffelbefehle. So, dafür gibt es einen Flugkommandanten. Während deiner Aktivierung kannst du dein Staffelkommando abhandeln, nachdem du manövriert hast. Also musst du erst die Staffel machen. Okay. Außer du hast halt die Karte. Ich glaube, der kommt dann nur an den dran. Nur an den. Dann macht er den Befehl zuerst. Dann schießt er einfach auf den Typen. Also der Teil ist dann auf die 16 Staffel. Mhm. Drei Schaden. Uha. Auf dem ersten X, ne? Ja, genau. So, dass wir der Anzieher in Reichweite ist. So. Dann macht Thrawn folgendes. Drei Schaden hat, ne? Genau. Dann macht Thrawn folgendes. Dann schießt es Thrawn. Mhm. Dann vor allem frontal mitten in dich rein. Mhm. Übrigens, ich kriege noch ein Schubtoken, bitte. Okay, ja, genau. Dann, wie viel hat der jetzt? Hier drauf, drei rote, drei schwarze, zwei blaue. Uha. Eins, zwei, drei. Boah. Okay. Achso, Moment, ich muss hier meine Marke eben wieder bereit machen. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und ein Crit, also quasi 9. Und einen blockierst du mir. Mhm. Mhm. Ja. Das mit dem Turbolaser darfst du den Schaden, also wenn du nur den Schaden halbieren willst, dann darfst du auch nur den einen Token ausgehen, dann lässt es nicht sehr anders aussehen. Mhm. Dann kannst du nicht mehr umlenken, dann musst du den Schaden auch komplett vorne fressen. Mhm. Jo. Beziehungsweise stopp, warte mal. Ich blockiere dir mit dem blauen einfach den Schaden halbieren. Ja.
Was war das andere? Das war umlenken. Das war umlenken. Kannst du zwei Schaden umlenken. Ja, dann lenke ich zwei Schaden um. Dann kriege ich zwei vorne rein. Ja. Was war das? 9 habe ich gesagt, ne? Ja. Also 7. Mhm. 7. Mhm. 6. 5. Nee, nee, du kannst mal schon zu einer Seite umlenken, oder? Ich meine, du kannst. Ich hab schon nur. Nur noch der. Mit 2. Also. Aber 2 ja, kann ich ja vorne nehmen. Ja. So habe ich noch 5. Ja, dann kann ich, und dann kriege ich einen Kritz, ne? Mhm. Wähle eine Verteidigungsmarke und lege ihn ab. Und 2, 3, 4, 5. Ja, im Endeffekt brauchst du ihn nicht hinlegen, weil er geht jetzt kaputt, weil ich nach vorne fliege und dann dich zerstöre. Weil wir beide Schaden kriegen. Das aber ist aber ein Arschloch-Manöver, aber ja, okay. Ja, tut mir leid. Ja, klar. Ich hätte mir das auch anders gewünscht. Wieso, war doch gut. Genau, so. Warte, ich krieg auch einen Schaden. Jetzt ist meine Frage, kann ich jetzt noch diese Tokens ausgeben? Ja. Oder die kann ich jetzt noch ausgeben? Die kannst du. Mach einfach. Ja. Dann würde ich noch das Staffeltoken ausgeben und den, also warte, der war schon aktiviert. Ja. Dann aktiviere ich so den noch. Und dann schieße ich den einfach noch kaputt. Du bist kein netter. Ich weiß, ich muss übrigens mal gucken. Nee. Zwei. Ja. Du könntest aber auf den hier noch schießen. Du schießt ja gerne auf imperiale Schiffe, habe ich gesehen. Ja, ja, das Strong ist da ein Nicer drin. Alter Schwede. Okay, dann bin ich dran. Ja. Oder hast du noch was? Nö, nee, Strong ist glücklich, zufrieden. Dann nehme ich hier die Korvette. Jetzt verbringe ich dann auch meinen Schub, weil ich jetzt nicht reingeflogen bin. Bitte? Verringe ich meinen Schub auch, weil ich nicht reingefahren bin. Achso, ja, warte, war irgendwas. Ja, du verringerst den Schub auf. Ein, also um 1. Ja, irgendwas war da. Haben wir letztes Mal nämlich. Oder nur solange du da stehst. Solange die sich. Irgendwas war da. Überschneidet sich ein Schiff am Ende seiner Bewegung mit einem anderen Schiff, kann es die Bewegung nicht normal zu Ende führen. Stattdessen wird sein Schub vorübergehend um 1 verringert und es versucht, sich mit diesem Schub zu bewegen. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis sein Schiff eine Bewegung abschließen kann oder sein Schub vorübergehend auf 0 verringert wurde. Ja. Okay. Ja, ich habe dann den Commander Sato. Mhm. Er hat einen Staffelbefehl. Nimmt er auch gleich. Nee, da bringt ihm eigentlich nicht wirklich was, ne? Staffel für eine Staffel kann er. Eine Staffel kann er machen. Ey, immerhin. Ja komm, er nimmt hier den X-Wing, weil er hat nur noch 3. Vielleicht kann er ja was reißen. So, dann nimmt der X-Wing, der nimmt 4 blaue. Mhm. Ja, das ist okay. Bam! Wo tot? Welcher von denen war das? Der hier, der angekratzte. Also der ist tot. Ich habe den genommen für den. Ja, dann ist der tot. Das war unaktiviert gestorben. Eben nicht verreckt. Entschuldigung. Da, das ich glaube nicht, dass der dich dafür entschuldigt. Ich glaube, das hast du absichtlich gemacht. Na, sicher, absichtlich. Okay, das war jetzt natürlich nicht schlecht, ne? Ja. So, dann haben wir noch hier die Anti-Bewaffnung hier. Das geht dann. Der hat einen blauen, der. Ja, alle 4 dann, ne? Ja. Mit der, ne? Mit der Bewaffnung alle 4. Ja. Auf Anti-Jäger und mit denen nur auf die beiden. Ja. Dann mache ich für die immer je 2 Würfel, ja? Ja. Fange ich mit dem ersten an. Einen. Auch einen? Je einen. Gut, und dann der hier, keinen und der andere einen. Ja. Ja, das war doch okay, ne? Für so ein kleines Schiff.
Und jetzt. War der jetzt dran? Der war dran, der blaue. Okay. Ja, aber den muss ich hier rausnehmen, der war angekratzt, der ist sonst gefährlich, ne? Dann kommen wir zu Papa. Mit dem Token konnte ich einen Knick machen oder ein Dings erhöhen? Warte. Ich meine, mein Papa ändere deinen Schub um 1. Okay, dann bam auf 3. Ja, so schön. Ja. Ja gut, dann. Versuche ich den gleich mal von hinten ein bisschen zu piesacken. Ja, piesacke dich gleich auch mal. Ja, weiß ich doch. Ja, dann mache ich einfach den hier. Den mal Feuer konzentrieren. Ja, komm. Dann schieße ich mit der Front einmal hier vorne drauf. Hast du den jetzt genommen hier? Ja, genau. Ja. Warte mal, dann kann ich einen Würfel dazu, ne? Feuer konzentrieren, füge deinem Angriff. Genau, weil wenn du den Dings hast, dann kannst du einen Feuer konzentrieren, kannst du einen Würfel. Ein Würfel, der ist ja schon im Pool drin, ne? Ja. Dann einfach in die Front von deinem. Zwei Crits, das heißt einer, weil du schießt mir ja nicht ins Heck rein, weil das ja hier die gute Hoffnung ist, wird der Schaden ja um einen reduziert. Gute Hoffnung. Die Schadenssumme um 1, ja. Ja. Ja, dann geht der andere. Kann ich da, hat der einen Marker? Von auf Obstructen. Dann macht er das. So. Ja. Dann ist der Obstructe. Ja. Dann schießt er mit der Seite auch nochmal auf dich drauf. Ja. Da kannst du aber nur keine Zusatz. Ja, klar, weil den habe ich schon ausgegeben. Ja. Ja. Ja, gut, das ist da. Nutzlos! Nutzlos! Absolut nutzlos! Ja. Kannst du ja kaputt rammen. Hast du mehr Lebenspunkte als ich? Tatsache, das kann keine so hohe Idee. Ich weiß. Die hat ja nur 3. Muss man wohl machen, ne? Ja. Komm, ist ja just for fun. Sag mal, die besten Strategien sind die, die irgendwie. Wobei, das geht noch nicht mal. Es geht noch nicht mal. Hast du keinen Klick vorher? Nee. Nee. Oh. Okay. Versuch dich zu rammen. Versuch dich zu rammen. Ja, dann kommt jetzt Commander Bridger. Er hat einen Feuer-Konzentrieren-Befehl. Und er wird dich auch jetzt sofort von hier penetrieren. Aber nicht mit der. Ne, dann kreuze ich hier meine Linie, wenn ich so schieße. Dann mit der Seite einfach in deinem Heck rein. Ich gebe dir das auch Heck. Dann krieg ich einen roten, einen blauen. Und was nehme ich dabei? Nimm mal einen roten dabei. Ne, wir nehmen einen blauen dabei, komm. Einen roten und zwei blaue in deinem Heck. Hm, 3. Warte mal. Du bist in kurzer Reichweite, ne? Hm. Gebe ich den aus, dann kannst du. Nee, ich bin in. Ach doch, da! Ja, okay. Klar. Du schießt nicht auf, du kannst auf den Reichweite schießen, das ist mir egal. Stimmt, klar. Das hast du gewürfelt? Die. Wir würfeln mal den blauen neu. Super, das ist ja richtig toll. Machen wir einfach umlenken. Was hast du da? Ja, du kannst so eine angrenzende Sektion umlenken. Aber wo hast du denn? Ach, du hast da. Ich habe einen Zeck geschossen. Ich richte den auf 0. Ja. Und dann hast du noch einen, ne? Ja, und dreh den einfach auf 0. Okay. Ja. Okay, so einer bist du. Und mit dem zweiten Schuss. Komm mal zu meinem Sternzerstörer. Papa Thrawn freut sich über jeden. Ich schieße auf Thrawn. Mit 3 rote plus den 4. roten wegen Drossaler Bewaffnung von vorne. Das Thrawn, frisst das!
Dann kannst du mir zwei Dinger blocken, ne? Damit blocke ich dir zwei Dinger. Was hast du denn? Ja, der Crit ist egal. Den halbieren auf jeden Fall und dann einen von den umlenken. Ja. Okay. So, kriegst du zwei Stück. Und wenn du, Moment, warte, was kurz. Solange du ein Schiff von deiner Bughüllensektion aus angreifst, zählen deine Crit-Symbole als zwei Schaden. Das heißt, du würdest drei kriegen. Okay, dann denke ich drum. Ja. Ich setze vorne zwei und ja. einen denke ich auf die Seite um. Ja. Da hat der kleine Brutschloss dir mal gegeben, wa? Mach du mal ab, wenn ich zurückschieße. Kannst du nicht mehr, Junge, kannst du nicht mehr. Jetzt gibt er Gas. Was kann er denn? Zwei, oh ja, zwei. Was? Der kleine Britscher ist gleich hinter dir. Sorry. Dann kommen die Pearls. Du schlagst. Ja, ich hab ein bisschen Angst. Dann aktivier stehen. Ja. Feuer konzentrieren. Mhm. Ja gut, der schießt mit seiner Front einmal auf deine Seite. Vielleicht sind die zwei Würfel auch bei meinem Luke letztes da drunter. Einer? Auf? Auf deinen, auf die Korvette, ne? Ja. Deine So soll ich den neu würfeln im Raum? Dann musst du neu würfeln, ne? Ja. Ja. Na, bleib dabei. Ja, so, was denn Schaden? Ja, muss er. Umlenken kann er nicht, aber der kann nochmal schießen. Hast du mit der Seite oder mit vorne geschossen? Mit vorne. Mit vorne. Also. Dann frisst er hier den Schaden. Ja. Nee! Der lenkt um. Ja, weil wenn ich... Das wenn ist ich jetzt... von dem falschen Schiff, das Tor genommen. Oh! Du musst von dem unten dann nachdenken. Das kommt rein. So. Weil, wenn ich jetzt hier umlenke und hier den Schaden fresse und du schießt noch mal rein, kann ich nichts mehr umlenken. Weil ich habe kein Schild mehr. Lese. So. So, dann schieße ich mit der Seite auch auf deine Seite. Warum mit 4? Weil ich Feuer konzentrieren habe. Und da nehme ich jetzt den Zusatzwürfel. Ah, okay, hast du gerade nicht genommen. Ja. Okay. Das sind 3. Ja. Ja, dann nehme ich einmal den einen Umlenk. Ne, den einen. Okay. Den Zweier würfel bitte neu. Ja. Das sind einer, ne? Ja. Mhm, gut, dann muss ich die nehmen. So. Okay. Na gut. Signal Dingens kann ich ja nicht machen. Ich habe ja nicht eine kurze Reichweite. Dann bewegt er sich auch einfach 3. Dann kannst du die zwei von dir verdrängen. Hm. Gut. Der blaue war ja schon, genau. Okay, dann passt das. Okay. Ich glaube, muss man den Schiff nochmal an der Führerscheinprüfung machen. Ich fliege die wie so ein besoffener auf Excel. Wenn du da willst, also die imperialen Schiffe sind ja auch, ne, als wenn du einen Laster fährst, ne, so ein Panzer gegen so einen kleinen. Ja, ja, dann bin ich dran, ne? Fliegen gleich alle vom Feld. Sehr gerne. Dann, was war der? Dann kommt hier Janinas Hoffnung. Hier die, gute Hoffnung hier. Nina, er hat einen Navigieren-Token. Nochmal Janinas Hoffnung. Dann nimmt er sich den Token und haut dann mit 3 geradeaus ab. So. Ja, dass die Lieferung wird abgesetzt. Die Lieferung wird abgesetzt. Die Lieferung wird abgesetzt. Ja, es wird schwer da ranzukommen nehmen jetzt, ne? Ja. Vor allem immer wie so ein Besoffener mit den Dingern durch die Gegend fliegen. Ja, vor allem, du hast ja deine Fighter nicht mehr. Ja. Ja, dann Staffelphase. Staffelphase. Du darfst. Oder? Ja. Schon weil ich jetzt. Ja, also ich hatte ja die. Ja. Weil ich fange ja auch nicht mit der Staffelphase an. Das geht dann ja dann, dass du noch bist. Ja gut, ich habe ja nur noch die beiden hier. Ja, dann aktiviere ich die auch beide. Mhm. Dann schießen die. Das ist Wedge oder was? Das ist Wedge, ja. Ja, ich schieße aber auf den, weil der ist leichter zu töten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, Wedge hat Marker, ne? Der hat halbieren Marker. Ja. 2. Den würfel ich nur, weil ich Schwarm habe und das Schiff neben mir ist. Mhm. Ja, 2. 2.
Und dann der andere. Vier. Auch neu. Da. Fünf. Da wird er weg sein. Tut das weh? Tut das weh? Das tut sehr weh. Gut. Aber jetzt bin ich dran, mein Freund. Lass mal gucken. Außer nochmal Wedge und den anderen, ne? Und dann der Dio. Und dann die da, ne? Und dann die da, die da, die da oder die da. So, du hast damit angeschossen, ne? Ja. Du warst quasi durch, ne? Ja, dank dir hast du hast den Tile Defender erschossen, bevor er dran war. Ja. Guck mal, wie er da sich freut. Alter. Ist das drin? Nee, ne? Ist nicht drin, ne? Doch, ist drin, ne? Schieß einfach. Gut, dann schießt er auf. Töte mich hier besser. Ja. Auf ihn mit vier. Mit vier blauen. Richtig. X-Wing vier blaue. Das sind zwei. Ja, dennoch zwei jetzt gut. Gut. Und dann Wedgie. Der hat da was Besonderes. Ach, du hättest auf Wedge schießen müssen, das ist der Eskorte, aber ist egal. Daniel, du wirst irgendwann, wirst du so, deine Flotte... Solange du eine aktivierte Staffel angreifst, darfst du deinen Angriffspool zwei blaue Würfel hinzufügen. Das heißt, er hat sechs blaue auf dem TIE Fighter hier. Sind drei? Ja, das ist er schon, ja, schon erledigt. Die ist weg. Die ist weg. So. Deck erledigt, also... Ja, der macht das auch. So. Dann haben wir hier. Dann schießt einfach hier der E-Wing mit einem roten in ein Papierchen. Mhm. Ja, ja, das ist null, ne? Mhm. Das ist nix. Das ist nix. Und die Hera. Und Hera schießt auch in ein Papierchen. Mhm. Schön geredet haben. Dann sind wir durch. Okay. Okay. Also erstmal auch hier alles wieder bereit machen. Dann darf ich wieder, ne? Ja. Ich reveal von Thrawn einen Staffelbefehl. Mhm. Und das dann, naja. So. Ja. Ein Staffelbefehl. Und wo fängst du an? Mit Essa. Ja, Essa, komm, Essa! So. Komm und stirb. Das Ganze jetzt nochmal. Was nochmal? Schießen. Mit. Einen roten, einen schwarzen, Hera auf dein Popöchen. Ich gebe dir das Popöchen. Zwei Stück. Okay, warte. Die sind ja wieder bereit. Was hast du so für blau? Ja, guck mal, gib mir den Würfel den blauen mal neu. Ach, Daniel, hör mal, das kann doch nicht sein. Dann machen wir die Schilder auf der Seite weg, bitte. Danke. Ja, könnte ein Kreuzer, der bricht mir hier einfach. Und dann der E-Wing hat einen roten, mhm. Auch auf deinem Popöchen oder deine Seite ist eigentlich. Nee, in Popöchen, im Popöchen. Jawohl, weil es ein Bomber ist. Das ist ein Bomber. Das ist ein Bomber. Na ja, komm, dann fress ich anfassen, Crit. Kühlflüssigkeit tritt aus. Nur ein Angriff der Angriffe, die du pro Runde durchführst, kann ein Schiff als Ziel haben. Das ist super. Da kann ich ja, da ist ja der Ding auch schneller weg. Ja, so, und jetzt Ezra, ja. Von der Seite und von hinten in die Schreien. Ich habe das Gefühl, das Ding explodiert jetzt gleich. Erst von der Seite. Ja.
Aber immer schön hinten rein, ne? Einer. Gut, was will ich da jetzt machen, ey? Und dann von hinten. Da geht aber die drossale Bewaffnung. Bug und Heck, ja. Und dann einmal von hinten etwas aus S-Rapport. Ah nein, war gerade ein Crit, ne? Ja. Dann kriegst du einen Schaden mehr, weil Crit ist ja zwei Schaden wegen der Karte. Und dann jetzt zack. Ja, dann ist er jetzt weg. 2, 4 Schaden. Ja, stopp. Ich kann ja noch. Sowas kannst du noch. Ich kann ja noch. Ja. Würfel mal den einen Crit neu. Ist er weg. Dann sind es 3. Wo glaube ich denn? Ja, das ist der Tod. Die Macht war mit Ezra. Ja. So. Und jetzt darf der kein Klick und 2 Klicks. Mhm. Ja. Okay. Ja, komm, dann machen wir Thrawn einfach direkt. Ja klar, viele Alternativen hast du ja auch nicht mehr. Daniel. Du liegst aber heute sehr gefährlich hier. Machen wir Staffelbefehle aktivieren. Ja, weißt du, das Problem ist ja... Hier beide hin. Du musst ja performen. Ich bin ein Unterlegene, ich hab Lachen. Du musst bringen. Die Bomber schießen einmal nicht rein. Ein Treffer auf deine Seite. Ja. In der hier, ne? Ja. Komm, lenk dich. Nee, mach den Würfel neu. Ja. Na gut. Oh, eine Seite. Ja, ist ein Schaden. Das ist ein Schaden. Dann der andere Bomber? Ja. Das ist egal. So, und dann Swan. Das ist rot, ne? Das ist auch rot. Dann schießt er vorne und zu der Seite einmal auf dich drauf. Bleibt Feuer kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt die Schaffen auch verdecken, aber ich glaube nicht, ne? Nee, verdecken nicht. Ne, normale Schiffe nur, ne? Nee. So, das waren 4 rote mit Feuer konzentrieren. Einmal auf die Seite von dir. Und vorne. Mhm. Dann kann ich. Warte mal, genau. Der kriegt wegen Manto, kriegt der einen von den Dingern. Den darf ich auch ausgeben dann direkt, um einmal einen neu zu würfeln. Das ist auch immer das, was ich haben möchte. Ja. Hm, du bist nicht in kurzer Reichweite, ne? Nein. Was macht das mittlere, oder? Was macht das Zeug in der mittleren? Ja, der Token. Hm? Du kannst einen Anfang an ein anderes Würfel nehmen. Also du kannst das ausgeben und kannst quasi den Zweierwürfel nehmen. Ja, das mache ich doch dann, ne? Ja, dann ist der Zweierwürfel weg. Das war gut. Dann sind das 2 Crits. 2 Crits, ne? So, ein Crit. Solange du angreifst, kannst du keine kritischen Effekte abhandeln. Ja, weil du machst ja nur den ersten Crit. Ja, ja, sag ich ja. Ne? So. Wie viele Lebenspunkte hat er da noch? Ein Lebenspunkt hat er noch. Ja gut, dann müssen wir jetzt mit der Seite noch schießen. Da hat er 2 rote Würfel. Und das muss ich einfach auslöschen. Es gibt keine anderen Optionen. Es gibt keine Alternativen, es gibt nur den Tod. Ja. Dann schmeiße ich den ab. Ja, damit der weg, ja. Ja, wer sonst eh weg? Verstehst du? Wer sonst eh weg? Der Tiger macht das gleich noch hier, ist ja schon. So. Dann erhöht der Thrawn seinen Schub einmal hier mit. Ja. Jetzt kommt der große Weiße über die rumkreisen. U2? Auf 2 noch? Nee, ich hab doch auf 2 den Schub. Ach, der hatte 1, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, hä? Der war doch schneller als 2. Okay, dann kommt hier ein Reparieren-Token. Braucht er gerade nicht, aber hätte ja sein können. Das nimmt er sich. Und dann gibt er mal mit 3 hier. Ja, der ist raus aus dem Schaden. Der ist weg. Ich denke so nicht. Glaube ich nicht. Gut, dann ist der durch. Ja, du
muss jetzt schon noch gleich hier was von mir da niedermetzeln vor den großen Dingern. Das reicht, da bist du durch, ne? Genau. Ich bin jetzt, hab da nur noch die Staffeln dann. Ja, mach ich die. Feuer konzentrieren. Ja, jetzt stirbt er. Obwohl, der hat hinten noch ein Schild. Ja, der macht den Staffelbefehl von Thrawn. Der dreht sich nach hier und versucht dann auf Matur zu schießen. Ja, da musst du, kann ich neu würfeln. Das ist jetzt kurze Reichweite. Achso, ja. Ja. Das ist ja kurze Reichweite. Er ist tot. Ah, oh, nein! Leute! Ja gut, da hättest du ihn veraktivieren müssen. Ne? Er war ja aktiviert. Ne, die Runde noch nicht. Doch, klar. Ja. Warte. Ich hätte den Staffelbefehl gemacht, weil ich einen TIE Fighter hier abgehauen habe. Wobei, du hast mit dem angefangen, der hatte dann noch keinen Schaden. Echt nicht? Ja gut, dann brauche ich mich nicht zu schämen, dann ist es okay. Dann brauche ich mich nicht zu schämen. Dann brauche ich mich nicht zu schämen. Ja, Commander Sato. Ja gut, was hat er für eine Bewaffnung? Ein Brown. Dann schießen. Ja gut, der kann einmal mit der Seite auf deinen Typen schießen, ne? Mhm. Du kannst mit der Seite zweimal in die. Mhm. Oder mit hinten hast du immer darauf geschossen, ne? Nee, der war der TIE Fighter, der so getötet hat. Ja, dann kannst du mit hinten noch in den da. Ja. Was machst du? Also einmal nach hinten. Nein? Nein. Und dann so einmal. Also auf den ersten einen Schaden, ja. Auf den nächsten, auf den anderen auch einen Schaden. Hm. So, das fliegt anscheinend in ein Asteroidenfeld, das ist ja super. Hm? Das fliegt in ein Asteroidenfeld. Ja, du musst ja durch, kannst du, darfst du nicht drauf stehen bleiben. Achso, ja, das glaube ich, meine Durchkanzler. Mit 3 kriege ich da den. Durchkanzler, glaube ich, oder? Klar. Ich meine Durchkanzler. Die ist ja nur überschneiden. Ja, wunderschön. Ist richtig toll gelaufen. Freue mich richtig. Ich freue mich richtig Bombe. Hier ein Schiff, das sich mit diesem Himmel überschneidet, erhält eine offene Schadenskarte. Du fliegst ja drüber. Mhm. Überschneiden ist ja nur drauf stehen bleiben, so ich meine, ne? Ja. Dann bin ich dran, ne? Weil du alle Schiffe hast, ne? Ja. Dann habe ich noch die Staffeln, ne? Mhm. Wo ich verdammt nochmal wieder nichts machen kann. Wie? Offensichtlich nicht. Nee, das ne? Ja, die waren ja schon. Die hatten dort den. Stimmt, die waren den schon. Zerschossen. Die waren schon, ja. Ja. Komm, dann fliegen wir einfach mal. Im Nahkampf. Wusch. 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 So. Ja, dann. Nächste Runde, ne? Nächste Runde. Ja, jetzt muss der Victory muss jetzt kommen. Ich muss jetzt die zerstören, dann habe ich, glaube ich, eine gute Dings, dass ich nach dem Punkt einfach gewinne. Ja gut, also den müsstest du noch. Das ist mein teuerstes Schiff, ne? 57 plus die, ja. Ja gut, aber meine Staffeln sind halt teuer, ne? Ja. 15, 15, 13. Ja, das ist meine Hoffnung. Also Spawn revealed seinen letzten Dings. Ja, warte, das ist falsch. Die sind weg. Die sind weg. Warte mal, mir fehlt ein so ein Kommandomarker. So. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit für die Zeit deines Lebens? Ich bin bereit für die Zeit meines Lebens. Ja, dann fangen wir an. Mit irgendeinem von deinen Luschen. Komm. Einen Navigieren-Token, aber das ist egal. Der ist vom Feld. Yay, wir sind entkommen. Die Bevölkerung ist gerettet. Du hast diese Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg. Irgendwas Gutes, was vorne seid, wenn er verliert. Hier sind Kinder drin, Frauen und Kinder und hier alte Leute. Hättest du überlegen können, wenn man sie schießt. Ja, dann ist der durch. Dann bist du dran. Gut, dann machen wir Thrawn. Mal konzentrieren. Genau. Der hat die zwei Detail-Defender, beziehungsweise hat den auch. Dann macht er einfach zuerst einen Staffelbefehl. Ja, müssen wir jetzt mal gucken. Der TIE Fighter schießt zuerst mal, versucht er da, der hat jetzt keinen Schwarm mehr, weil der andere TIE Fighter von dir erschossen worden ist, der versucht den X-Wing oder was das ist, oder der Bomber zu zerstören. X-Wing, ja. Nee, ist ein X-Wing. 2.
Da hat er noch zwei. Genau. Dann schießt der andere Teil Defender einmal auf den. Also quasi der hier, ne? Ja. Ja. Einer. Und dann schießt der andere auch einfach auf den, damit der tot. Er ist tot. Ach, du hast erst mit dem TIE-Fighter geschossen, ne? Ja. Ja, ja. Okay. Ja. Dann. Aua. Dann sind die alle aktiviert, ne? Ja. Ja. Ja gut, dann schießt der Sternzerstörer einmal mit seinem. Genau, dann schießt er mit dem Blauen einmal einfach auf die beiden und einmal nach vorne mit auf die mit Blau, weil den Schwarzwürfel kann ich mich nicht mitbenutzen. Na komm. Ich muss das Feuer konzentrieren, einfach, da kriege ich auch wieder einen Trunken, um auf den X-Wing zu schießen. Mhm. Ja, gehen wir mal aus. Nö, okay. Dann auf den anderen, auch nichts. Dann auf den hier, den E-Wing oder was das ist, ein Treffer. Und dann auf Hera, nichts. Okay. Ja, die waren ja schon, ne? Nee. Das war eine andere Runde, ne? Die waren noch nicht. Die waren noch nicht mehr. Ich ja, dann bin ich durch mit meinen Schiffen. Nee, Quatsch, ja. Ezra habe ich noch, ne? Ja. Ezra habe ich noch. Der hat ein Feuer konzentrieren. Mhm. Na, der wird passen. Der auch. Dann nimmt er einmal von hinten drei rote plus den Bonuswürfel auf deine ja, zwei, dann auf die Front. Das sind drei Stück und den halbieren nehme ich dir weg. Drei Stück? Drei Stück und den halbieren nehme ich dir weg. Drei Stück. Ja, komm, denk mal um, dann kannst du mir der Tech kannst du mir lernen. Und dann auf die Seite rein. Gut. Und dann hat er noch einmal einen blauen von der Seite. Ach, einen roten von der Seite. Ein Crit. Gut. Und dann darf der Junge jetzt mit drei. Ne, mit zwei nur. Komm, ich erhöhe meinen Schub einmal um 1. Dann ist er auf 3. Ach, das war ein Crit, ne, gerade, ne? Dann kriegst du einen zusätzlichen Schaden. Entschuldigung. Ja, komm, dann gebe ich das Umlenken nur aus, dann kannst du den einmal nach vorne. Wobei, nee, warte mal, du hattest da kein Ding. Ich mache nicht Umlenken, ich mache Halbieren. Dann kannst du den. Kannst du dann wieder hochdrehen, dann ist halt nur einer auf der Seite. Ja, stimmt. Okay. Fühlst du dich ein bisschen schlecht, dass du mich hier so lang machst? Ich mach dich nicht lang, du gewinnst doch. Warum? Aber der Swan kennt nur totale Vernichtung. Das ist für Swan ja, gut, das wirst du. Elfra geht gleich auf Lichtgeschwindigkeit, aber ach, das. Gut, dann bist du dran. Okay. Ja, schon wieder noch den einen Rucksack. Der aber wahrscheinlich nichts machen kann. Außer fliegen. Mhm, in Swan rein. Nee, sowas macht er nicht. Sowas macht er nicht. Und Schub. Ja, verringern den Schub mal bitte um 1. Also, das könnt ihr auch selber machen. Ja. Dann kriege ich gerade noch so hin. Dann kann er einfach mal geradeaus fliegen. 2? Ja. Boah, ganz klar, ganz klar. Ja, das ist so Führerscheinprüfung gerade. Wieso Mama Delfin mit Baby Delfin dabei? Okay, haben wir Staffeln, ne? Ja. Hast du noch was? Nee, ich habe alles aktiviert, ich bin durch. Mit den Wellen und den Nerven. Ich hatte halt gehofft, dass ich dir zwei Staffeln kaputt schieße. Ich wollte nicht.
Die sind beide noch voll, ne? Die sind noch beide voll. Ich werde hier hinfliegen. Ja. Weil die sind Halunke. Die so. Ja. Zack, und dann dürfen sie immer noch mal schießen. Ja. Schießen sie eine Böschen rein. Da stehen die drauf. Einmal der E-Wing. Ja, der ist der Bomber. Ich habe auf der rechten Seite noch Schilder, ne? Hier hast du noch zwei, ja. Dann gehe ich den einmal da um. Und dann Hera. Mit, die ist kein Bomber, mit zwei. Höhle? Also zwei Schaden? Zwei Schaden. Weil es kürzelt ja nicht bei der. Ja, ja. Wie viele Schilder habe ich jetzt auf der rechten Seite noch? Ein. Na komm, ich fress die zwei Schaden einfach. Weil ich jetzt keiner bei Strong bin. Schön. Gut, dann haben wir. Ja, Wedge und den X-Wing, ja. Den X-Wing und Wedge. Komm hier. Der X-Wing, der schießt auf den angekratzten TIE Defender hier oben. Mhm. Der hat vier blaue. Der hat noch zwei, ja. Dann ist er weg mit drei Schaden. Oh, den auf den TIE Fighter, oder was? Den angekratzten hier, der hat noch zwei. So. So, und dann Wedge, der nimmt den anderen TIE Defender, weil der kriegt ja noch zwei blaue Würfel dazu. Also Wedge auf ihn dann. Mit sechs. Das sind zwei Stück. Mhm. Vier Stück, dann ist der. Wieso darf der den neuen Würfel? Der hat sechs Würfel. Ich habe noch vier. Achso, der hat sechs Würfel. Der hat sechs Würfel. Der hat vier und wenn der auf eine aktivierte Staffel schießt, kriegt er zwei extra. Mau. Mau. Okay. Thrawn muss die TIE Fighter ein bisschen verbessern. Ja, dann darfst du anfangen. Darf ich anfangen, ne? Na gut, das wird jetzt darauf hinauslaufen, dass er sie ganz im Kreis fliegen. Ja. Wird auch nicht mehr viel werden, glaube ich. Was hat der denn überhaupt? Komm, dann nehmen wir auch direkt Ezra. Er hat einen Feuerbefehl. Aber kommt ja nirgendwo dran.